Hallo, liebe Deutschlernende. Heute reden wir wieder über eine Vorsilbe. Diesmal die Vorsilbe an. Viel Spaß. Ja, die Vorsilbe an. Was bedeutet sie? Wie jede Vorsilbe hat auch diese Vorsilbe sehr viele Bedeutungen. Ich werde ein paar von diesen Bedeutungen nennen. Es bedeutet zum Beispiel, dass etwas in eine bestimmte Richtung passiert, dass es um ein bestimmtes Ziel geht, ja? Oder einen Zielpunkt, mit welchem etwas in Berührung kommt, einen Ort, mit dem etwas in Berührung ist, einen Zeitpunkt oder eine virtuelle Richtung. Okay. Das ist erstmal viel, um es auf Anhieb sich zu merken. Aber ich werde dir ein paar Beispiele nennen. Okay, und dann können wir gemeinsam erforschen, was diese Vorsilbe bedeutet. Okay. Als Synonyme kann ich übrigens auch heran sagen oder hinan. Ja, heran, hinan. Und als Gegenwort oder als Gegenvorsilbe sozusagen kann ich sagen ab. Ja, also ab und an, das sind zwei sehr unterschiedliche Vorsilben. Ja. Es kann das Gegenteil bedeuten. Ja, ab und an. Ein paar Beispiele. Anmachen. Ja? Ich habe das Ziel, dass etwas funktioniert, ja? dass etwas angemacht wird. Ja? Also wenn ich etwas anmache, ja, dann drücke ich auf einen Knopf und dann ist die Maschine an und dann funktioniert sie. Und dann drücke ich wieder auf den Knopf und damit mache ich die Maschine aus. Ja. Anmachen, ausmachen. Ja. Klick, klack. Ja. Zum Beispiel ein Licht. Ja. Ich mache das Licht an. Klack. Ja. Ich habe ein bestimmtes Ziel. Ja. Ich möchte etwas anmachen. Ich möchte, dass es funktioniert. Okay. Ich kann zum Beispiel auch ein Feuer anmachen. Ja. Ich habe das Ziel, dass ein Feuer existiert. Ja. Ich habe Holz, ja, oder ich habe Kohle und ich möchte, dass die Kohle brennt, ja, oder ein Lagerfeuer, ja. Ich habe Holz aufgeschichtet, ja, zu einem Lagerfeuer und dann mache ich das Lagerfeuer an, ja. Ich mache das Feuer an, ja. Und da sieht man schon in der Formulierung, ja, wenn ich sage, ich mache das Lagerfeuer an, ja, dann sage ich schon Lagerfeuer, ja, das ist mein Ziel, ja, das Feuer ist ja noch nicht da, sondern erst, wenn ich es angemacht habe, ist es da. Ja, erst dann gibt es ein Lagerfeuer. Ja, anmachen. Anschwitzen. Ja, schwitzen, ja. Schwitzen ist ja eigentlich das, was wir tun, wenn es sehr warm ist. Ja, wenn es sehr warm ist, ja, wenn die Sonne scheint und es ist heiß, ja, wenn es sehr heiß ist, dann schwitze ich. Oh, es ist so heiß, ja, ich schwitze. Oh, meine Achselhöhle stinkt. Ja. Also hier, das ist meine Achselhöhle. Und wenn wir schwitzen, dann schwitzen wir meistens hier. Und das sieht dann nicht schön aus. Ja. Das ist Schwitzen. Aber es gibt auch das Wort anschwitzen. Und das benutzen wir in einem ganz anderen Zusammenhang. Und zwar, wenn ich Zwiebeln in eine Pfanne tue. Ja, ich tue Zwiebeln in eine Pfanne und füge Butter hinzu oder irgendein Fett. Ja, und dann brate ich die Zwiebeln an. Ja, ich lasse die Zwiebeln langsam gar werden. Ja, also ich habe eine Pfanne, ich tue Fett rein, dann tue ich Zwiebeln in die Pfanne, ja, ich lege Zwiebeln in die Pfanne und dann lasse ich die Zwiebeln
anschwitzen. Ja, das können wir uns fast so vorstellen, als ob die Zwiebeln schwitzen würden, weil wenn man Zwiebeln anschwitzt, dann geben sie ja auch etwas von ihrer Flüssigkeit ab. Ja, das ist anschwitzen. Ja, der Duden sagt als Erklärung, bei kleiner Hitze langsam in Fett garen, ohne Röststoffe zu bilden. Ja, also die Zwiebel wird nicht braun. Ja, die Zwiebel wird nicht braun, so wie beim Braten, sondern sie wird nur angeschwitzt, sodass sie heiß wird und etwas von ihrer Flüssigkeit abgibt. Okay. Dann kann ich etwas anziehen. Ja, dieses Wort kennst du vielleicht. Ja, ich kann etwas anziehen. Ja, dieses Hemd hier, ja, dieses Hemd habe ich mir heute Morgen angezogen. Ja, ich habe mir dieses Hemd angezogen. Ja, meine Hose habe ich mir angezogen. Ja, das ist das Verb anziehen. Ja, da habe ich auch ein bestimmtes Ziel. Ja, ich möchte Kleidung tragen, also ziehe ich sie an. Dann kann ich, wie gesagt, etwas anmachen. Ein anderes Wort für anmachen ist auch anschalten. Ja, ich kann ein Licht anmachen, ja, oder ich kann eine Maschine anschalten. Ja, wieder ein bestimmtes Ziel. Ja, ich kann auch etwas anbraten. Ja, ich habe sehr viel über Anschwitzen geredet, aber ich kann natürlich auch etwas anbraten. Ja, es ist mein Ziel, dass es brät. Ja, also brate ich es an. Und mit anbraten ist auch gemeint, dass es man nur ein kleines bisschen brät. Ja, man brät es vielleicht nicht ganz durch, sondern man brät es nur an. Ja, eine Bedeutung war ja, einen Ort, mit dem etwas in Berührung ist. Ja, also das Fleisch oder die Zwiebeln, ja, sind in Berührung mit der Pfanne. Und dort, wo die Zwiebel die Pfanne berührt, dort wird es ja angebraten. Ja, so stelle ich mir das zumindest vor. Ja. Ich weiß nicht, ob es so gemeint ist, aber so stelle ich mir das immer vor. Ja, wenn man etwas anbrät, ja, dann wird es ja nur dort braun, wo das Essen die Pfanne berührt. Dann kann ich auch etwas anbrennen lassen. Ja, das ist, wenn ich nicht vorsichtig bin beim Kochen, ja, dann kann etwas anbrennen. Ja, es brennt. Ja, das ist häufig etwas, was aus Versehen passiert. Ja, etwas anbrennen lassen. Ja, das heißt, dass ich die Zwiebel zu lange in der Pfanne gelassen habe. Ja, die Zwiebel war zu lange in der Pfanne und dann habe ich es anbrennen lassen. Ja, ich habe die Zwiebel anbrennen lassen. Ja, ich kann auch etwas anlassen. Ja, wenn ich etwas anlasse, heißt das, dass ich es nicht ausmache. Ja. Ich kann etwas antesten, ja, etwas nur ein kleines bisschen testen. Ja. Ich habe über das Wort anziehen gesprochen, ja, und das kann man auch zum Nomen machen. Ja. Anzug, ja, der Anzug ist ein sehr formelles Kleidungsstück, ja, das häufig von Männern getragen wird, ja, ein Anzug, ja. Zu einem Anzug kommt oft eine Krawatte, ja, das ist ein Anzug, also sehr formelle Kleidung, ja, ein sehr formelles Oberteil, das ist ein Anzug. Ich glaube, Anzug heißt sogar das Ganze, ja, auf Englisch Suit, ja, also das ist der Anzug. Ja, und dann gibt es auch die Anrede, ja, so wie ich mit jemandem spreche. Das ist die Anrede. Ja. Ich rede mit jemandem, ja, und meine Anrede ist zum Beispiel Herr oder Professor, Doktor oder Frau sowieso, ja, Frau Professorin.
Ja? Das ist eine Anrede, ja? Wie ich mit einer Person spreche, ja? Was das Erste ist, was ich sage. Ja? In einem Brief zum Beispiel, ja? Lieber Herr Rösler, ja? Das wäre die Anrede. Ja? Genau, das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Ja? Also das sind so ein paar Beispiele zu der Vorsilbe an. Ja? Und wie immer bei diesen Vorsilben ist es am effektivsten, wenn du einfach viel liest und viel hörst. Und dann bekommst du ein Gefühl für diese Vorsilben, weil wirklich jede Vorsilbe viele, viele Bedeutungen hat und es eigentlich nichts bringt, sich einzuprägen. Okay, die Vorsilbe heißt das, 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 das. Und dann gibt es bestimmt ganz viele Gegenbeispiele. Okay, also ist es besser, eher diese Wörter im Zusammenhang zu lernen. Ja, anmachen, anschwitzen, anziehen, anschalten, anbraten, anbrennen, anlassen, Anzug, Anrede. Ja, lerne lieber diese Wörter, ja, im Zusammenhang und dann bekommst du ein Gefühl für diese Vorsilbe. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Ich hoffe, du konntest alles verstehen und ich hoffe, du wirst vielleicht auch die anderen Videos dir anschauen, die ich über Vorsilben gemacht habe. Es gibt noch viele andere Videos über Vorsilben und ja, falls du wirklich effektiv Deutsch lernen möchtest, ja, wenn du wirklich diese Vorsilben im Zusammenhang lernen möchtest und auch wirklich dein Deutsch zum nächsten Level, wenn du wirklich das nächste Level erreichen möchtest beim Deutsch lernen, dann besuche joingermanclub.com. Okay? joingermanclub.com. Ich sehe dich dort im Deutschclub und wir sehen uns morgen. Tschüss!